Begrüßt du heute die Leute, Dari? Mach mal Sitz. Hier ein feines Mädchen. Dari! Hey! Nee? Willst du nicht mit den Leuten reden? Doch? Du bist kein Kamerahund, ne? Kein Kamerahund? Okay. Einen wunderschönen guten Tag, denn ich fange diesen Vlog mittlerweile um 14.21 Uhr an, denn heute ist Euroleague. Und Euroleague ist bekanntlicherweise spät. Also heute. Aber wir spielen heute in Leverkusen gegen Betis Sevilla. Und ich habe Zweifel. Ich habe Zweifel. Denn wenn wir so spielen wie gegen Wolfsburg oder den KSC, sind wir heute richtig in den Allerwertesten gekuschelt. Deswegen hoffen wir auf das Beste. Und heute kriegen wir auch mal wieder Besuch von jemandem. Nicht meiner Mom, nicht Pia und Lea, die kennen wir ja alle schon. Meine Oma kommt heute mit ins Stadion, denn meine Mom kann nicht. Die muss nämlich morgen um 4 Uhr aufstehen. Und da meinte sie so... Und renoviert. Da meinte Mama, das wird nichts. Deswegen nehmen wir heute meine Oma mit und hoffen, dass wir gewinnen. Bitte. So, meine Lee. Ich sehe aus wie ein Verbrecher. Okay. Aber da es mal wieder Winter wird im Rheinland und es halt kalt ist, wird sie auch dementsprechend gekleidet. Ich habe so eine wunderschöne Mütze. Ich weiß, ich muss mir eine neue Bayermütze holen, denn meine alte, naja, gefällt mir nicht. Deswegen will ich eine neue haben. Schals sind hinten drin. Wir fahren jetzt schon mal Richtung Bayer Arena. Ja, es wird kalt werden. Ich hoffe mal, dass wir Betis kalt erwischen und wir dieses Spiel heute gewinnen. So, meine Freunde, wir sind nur angekommen in der Tiefgarage hier in Leverkusen. Und eigentlich mache ich von hier aus keine Videos, denn die Lichtqualität hier ist richtig, richtig, richtig gut. Aber sag mir, dass du deine beste Freundin liebst, ohne mir zu sagen, dass du meine beste Freundin liebst. Wie ihr in meinem letzten Vlog herausgefunden habt, ist meine beste Freundin Pia kein Fußballfan. Aber sie hat mir gerade eine WhatsApp geschrieben mit folgendem Inhalt. Viel Spaß beim Spiel. Die komischen Grünen sind schon besoffen aus der Bahn gestiegen. Pia, ich weiß, du siehst das, denn Support ist kein Mord. Du guckst jedes meiner Videos. Die besoffenen Grünen nennen sich Betis Sevilla und kommen aus Spanien. Wenn du sie verstanden hast, waren es deutsche Sevilla-Fans, aber das ist Betis Sevilla. Ja. Wir sind jetzt in der Leverkusener Innenstadt. Ich will jetzt nicht sagen, aber ich höre Betis. Das ist halt jetzt nochmal für alle, die sagen, Spanien hat keine Fankultur. Willkommen zur Show aus Sevilla. Nein, das ist nicht der Bayer. Das ist Sevilla. Unsere Freunde aus Sevilla haben eine gute Zeit, das freut mich, aber die gehen in die falsche Richtung. Wir haben jetzt gerade noch mit einem Fan von Betis Sevilla unterhalten. Er meinte, es sind etwa 350 Auswärtsfans dabei, die heute extra das Spiel angereist sind. Und die zerlegen gerade unsere Stadt. Ich hoffe mal, dass unsere Sicherheitsvorkehrungen gut genug sind, dass sie keine Pyros mit reinbringen. Denn das... Ich bin mir fast sicher. Quote me, mark my words, macht einen Screenshot. Ich bin mir fast sicher, dass wir heute Büro sehen werden. Da ist der Fred auf der Straße. Du Lieder, fett ihn voll! Du Lieder, fett ihn voll! Du Lieder! Der Stadion! Der Stadion! Ey, ich sag dir jetzt gerade einfach gar nicht zu. Guck mal, Spanisch lernen. Noch ein Kien, Fueda, Conesta, Antigua, Conesta.
Liebe Leute, das ist meine Oma und die futtert gerade einen Veggie-Burger. Schmeckt's? Ja. Du isst einen Veggie-Burger und magst keinen Salat? Der sah so komisch aus. Jetzt wisst ihr auch, wo ich meinen komischen Humor her hab. Die ist schuld. Wie geht denn das Spiel heute aus, Oma? Ich hoffe, 2-1 für Leverkusen. Hm. Wie lange warst du jetzt schon nicht mehr im Stadion? Das letzte Mal mit mir, ne? Gegen Porto. Mit deiner Mutter das letzte Mal, wo ich mich so schlecht benommen habe. Da war ich doch auch dabei, gegen Porto. Ja, wo ich mich so schlecht benommen habe. Oma, du hast dich nicht schlecht benommen, du hast den Menschen nur als Haarsohn beleidigt. Ich fand's lustig, kannst du heute gerne wieder machen. Ich schneide das dann sowieso. Das habt ihr schon mal meine halbe Familie kennengelernt. Meine Oma zerlegt gerade ihren Veggie-Burger, das ist echt super. Oma guckt in den Viewfinder, nicht in die Kamera. Auch gut. Ja, es war heute schon relativ viel los. Die Innenstadt von Leverkusen ist gleich ein Scherbenhaufen, wie jedes Mal, wenn ein Spanier kommt. Und wir hoffen halt auf einen Bayer-Sieg. Wird schwer. Ich bin jetzt in der Bayer-Arena mit meiner Omi. Wir sind fast eine Stunde zu früh hier drinnen. Aber meine Omi zeigt mir jetzt gerade lustige Sachen auf ihrem Handy. Freust du dich wieder hier zu sein, Oma? Ja. Ja. Gegen wen spielen wir? Gegen Sevilla. Fast. Sevilla, ne? Sevilla, genau. Oma lernt dazu. Und ist gerade noch nicht viel los. Keiner ist auf dem Rasen. Es ist 45 Minuten bis zum Anstoß. Wir sind gespannt. Ich bin vor allem darauf gespannt, ob Sevilla heute Pyro hier reinkriegt. Ich bin mir fast sicher. Verlassen. Ich hab gewonnen, meine Freunde. Ich hatte recht, ich hatte recht. Nee, 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 nee.
die findet, je nachdem wie Lukas steht, dass er halt fucking aussieht wie ein NBA-Player. Nee, Football-Player. Der sieht aus wie ein Football-Player, der Mann. Ich meine, er hat jetzt schon akut keinen Bock mehr, aber er sieht halt aus, ich dreh dich nochmal um, Lukas, dankeschön, aus wie ein fucking Football-Player. Ich bin jetzt wieder zu Hause und es ist, lasst mich nicht lügen, 12:30. Zum Spielen. Das war wieder eine Leistung, die sich sehen lassen kann von Bayer und ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Wir sind jetzt ziemlich sicher weiter. Ja, ich werde jetzt diesen Vlog schneiden und mir dann in mein Bett klatschen, denn das darf ich. Denn ich bin dann doch müde und glücklich. Und ja, der nächste Vlog kommt tatsächlich schon am Wochenende. Und zwar am Montag. Denn ich werde am Sonntag beim Frauenderby Leverkusen gegen Köln sein. Die Tickets, falls ihr eins haben möchtet, gibt es aktuell kostenlos tatsächlich beim Bayer zu kaufen. Denn ihr bezahlt tatsächlich 0 Euro. Und nächste Woche, trotz Länderspielpause, bin ich auch wieder unterwegs. Und zwar am Mittwoch beim Benefizspiel für die Flutopfer. Auch hier ist es der Bayern 04 gegen eine Stadtauswahl. Ich habe noch nicht geguckt, wer in der Stadtauswahl dabei ist. Aber da werde ich auch dabei sein. Und auch da, wenn ihr was Gutes tun möchtet und ein Fußballspiel sehen, die Karten gibt es für 5 Euro, auch beim Bayer. Wenn ihr Bock drauf habt, guckt es euch an. Ich werde auf jeden Fall da sein. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn er euch gefallen hat, schreibt es mir bitte auch in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn der Vlog euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Und um keine weiteren Videos auf meinem Kanal zu verpassen, klickt auf Abonnieren und aktiviert die Glocke. Ich freue mich und wir sehen uns dann Montag.